In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben, ich bin gerade am Putzen. Ich wollte euch ganz kurz die Blindness-Box zeigen, die ich bekommen habe. So. Hier fehlt ein Produkt, steht hier drinnen. Und zwar der Wachdarm-Tee, der ist noch beim Zoll. Das kriege ich mit der nächsten Box. So, und zwar ist hier drin einmal Kartoffeln, Winja, Karotte. Kartoffel trägt Winja, Karotte, achso. Das sind, glaube ich, Chips. Dann haben wir hier einmal Zucchini und Linse mit Oregano. Okay. Sowas esse ich persönlich nicht. Dann haben wir hier, glaube ich, Rotkäppchen. Nee. Geldermann Klassik Sekt. Das trinke ich jetzt auch nicht. Also auch wenn ich jetzt nicht schwanger wäre, würde ich das nicht trinken. Dann haben wir hier einmal Rapskernöl. Das ist gut. Das kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier, das essen wir auch nicht, ehrlich gesagt, Hofmüsli. Also ich mag gar kein Müsli. Ich weiß, das kann man mit Joghurt und Dingens Honig vermischen, aber ich mag das nicht. Und hier haben wir einen Saft. Traube Cranberry. Das würden wir auch trinken. Das würde ich Lina geben. Ist das 100%? Das ist auf jeden Fall Bio. Und ich denke mal, das ist auch 100% Direktsaft aus Trauben und Cranberries. Sehr gut. War's das? Achso, nee, da ist noch eine Sache. Und zwar Meersalzzauber. Das würde ich meiner Mama geben. Die steht auch sowas. So, ich glaube, mehr gibt's gar nicht. War doch hier. Sandorn, Wildsammlung, Pulver aus ganzen Beeren hergestellt. Boah, für was benutzt man nochmal Sandorn? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war es das aber jetzt. Da fehlt halt noch dieser Eistee, aber der kommt dann, denke ich mal, die Tage. Ich schau mal, ob man den hier schon sieht, den Eistee. Achso, das ist der hier. Boah, der ist aber auch teuer, ne? 8 Euro die Packung. Aber in dieser Box war nicht so viel drin. Naja, ihr wisst, ich liebe die grüne Box total. Da ist immer Süßes drin, bis zum geht nicht mehr. Jetzt verstecken wir mal hier das Messer wieder. Lina ist übrigens am Duschen. So, wir bereiten jetzt Frühstück vor. Wir haben jetzt 6 Eier gekocht. Hier ist Butter. Die halbe Packung hat der Herr reingetan. Ne? Ich kann jetzt nicht zeigen. Ja, und da kommen jetzt die Eier rein. Das ist kurdisches Frühstück. Aber es schmeckt unnormal lecker, Leute. Also ist das bei euch normal, dass man das so macht? Ja, wir haben das damals im Ramazan gegessen. Damit die Dingens bleiben. Satt. Ego. Ja. So, das sind jetzt die Eier. Und das muss jetzt einmal gekocht werden. Ganz kurz. Und natürlich kommt Salz drauf. Ne? Monsieur? Ja, Mrs. Madame. Mrs. Mrs. ist gut. Brüssel. So, ihr Lieben. Audel redet jetzt mit meiner Schwiegermama. Und ich habe mich fertig gemacht. Lina ist auch schon fertig. Wir gehen jetzt ein bisschen raus spazieren. Das Bad habe ich sauber gemacht und ich bin irgendwie kaputt. Ich kriege voll schwer Luft. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vor allem, wenn ich so halb liege, dann... Was machst denn du? Warte, komm, zieh deine Schuhe an. Ja. Give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause.
und ich höre die ganze Zeit Musik. Lena ist mit dem iPad beschäftigt. Aber sie darf jetzt 15 Minuten noch schauen können. Lena, sollen wir mal deinen Hasen zeigen? Ja? Ja, komm. Und zwar hat Lena von Audel so einen süßen Hasen bekommen. Total süß. Der sieht aus wie Kikaninchen. Ich weiß nicht, ob das der Kikaninchen ist. Aber schön, ne? Ja, Hase. Baba. Hase, Baba. Ja, Baba hat es gekauft, ne? Ja, schön, ne? Papa, der Mann. Ich weiß noch nicht, wie viel der gekostet hat. Aber ich glaube 29 oder 39. Ne, Schatzi? Ja, Mama. Der ist aber süß. Soll der auch mit uns schlafen jetzt? Ja? Mein Mann. Hi. Anita. Soll der Hase mit uns schlafen? Nein, Hase. Soll der Hase hier schlafen? Nein, Hase. Ja, der Hase muss auch schlafen, ne? Also, da. Aber nicht verlieren, ne? Sonst kriege ich Ärger von Baba. Festhalten. Das ist aber ein bisschen zu klein für dich, ne? Ne, Anane, da. Anane hat auch das Gleiche, ne? Ja, Anane, durch. Ja, Anane, wo ist Anane? Anane, da, da. Anane, Uchabin, der Uchstu gibt dir, ne? Nein, Anane, da. Ja, Anane hat auch so einen Ring. Hattest du Ananes Ring auch schon mal an? Ja, da. Ja? Da, wow, da. Mhm. Da, wow. Zeig. Wow, das sieht aber schön aus. Hey, Anane, da. Ja, Anane hat auch so einen Ring. Wow, wow. Was willst du? Zusammen, wow. Nein, Lena, jetzt keine Legos. Du gehst jetzt gleich schlafen, Schatz. Anane, da. Willst du mir das wieder dran machen? Ey, so habe ich dir das aber nicht gegeben. Zeig mal dein Kleid. Da. Wow, wer hat dir das gekauft? Das ist Atz. Wer hat dir das gekauft? Alan. Ja, Alan. Ja. Und was ist das da drauf? Ein Pferd. Nee. Doch, Atz. Das ist ein Atz. Ja, Atz. Mhm. Atz da. Und das ist? Wie heißt der? Hase? Ja, Hase. Ja? Magst du Hase? Au! Au! Nicht boxen. Aber Leute, der ist echt schwer, ja? Ups. Oh, sein Popes. Das hier. Willst du das mal probieren? Ja? Mama! Warum war? Was? Das? Nein, keine Schokolade jetzt. Du hast auch keine Zahnbürste. Guck mal, wir haben das hier zu Hause vergessen. Das haben wir doch eben gesucht. So. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Also gleich. Ich habe ja heute nichts gefilmt, ne? Ja, also bis gleich. Nein, Schatz. Guten Morgen, ihr Lieben, auch mal von mir. Wir haben gerade gegessen, ich habe Suppe gemacht und Alda ist jetzt mit Lena runtergegangen, damit ich hier die Wohnung in Ruhe aufräumen kann. Also ich muss staubsaugen und die Küche aufräumen. Ja, und sonst gibt es eigentlich heute nichts, heute ist Sonntag und Alda ist heute nicht zu Hause, voll scheiße. Ich hasse das. Sonntags ist voll der Familientag eigentlich. Ich habe jetzt Angst, dass die Kamera runterfällt. Moment, Leute. Schau ich mal so hin kurz. 5 a.m. and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. But it will still be there. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I.
Wir waren jetzt gerade draußen. Lena ist jetzt wieder oben. Sie hat gerade geduscht. Ich habe auch gerade Fassbär und so rausgeholt. Ich wollte nicht kochen. Aber er wollte mit uns nicht mehr essen. Mama. Ja, ich bin gerade im Gespräch mit einem Hotel. Weil ich habe jetzt bei einer YouTuberin, nee, bei einer Instagramerin gesehen, dass wenn man zum Beispiel Hotels bucht und dann dahin geht, dass es sein kann, dass die Hotels gar keine freien Plätze mehr haben. Die nehmen dann halt mehrere Leute auf, damit die, weil manche halt dann doch nicht kommen oder so. Weil im Hotel ist es ja so, dass man erst dann zahlt, wenn man im Hotel ist. Ja, deswegen bin ich jetzt im Gespräch mit dem Hotel. Ich warte jetzt auf die Antwort, weil wir wollten jetzt für 8 Tage fliegen. Ja. Ich glaube, das wird uns gut tun. Vor der Geburt. Und Leute, ich bin voll lecker. Das ist halt ein bisschen sauer, ne? Ich habe mir vorgenommen, dass ich nichts Süßes esse und trinke heute. Ich habe morgen meinen Zuckertest. Aber ich denke mal, wenn ich so ab 10 Uhr nichts mehr Süßes esse, dann ist okay, oder? Ja, wir wollten jetzt kurz zur Tankstelle. Ich wollte Joghurt holen für Linas Reis. Lina liebt Reis mit Joghurt. Ja, ich muss jetzt meine Bankkarte habe ich mitgenommen. Und dann morgen habe ich dann einen Termin beim Frauenarzt. Ich weiß nicht, ob Olga mitkommt. Weil der Termin ist um 9:45 Uhr. Ich muss auf jeden Fall eine Stunde da warten wegen Linas, wegen dem Getränk. Ne? Lina, wollen wir gehen? Geht denn mit? So, ich würde sagen, ich melde mich gleich nochmal. Wir waren gerade bei der Tankstelle. Ihr wisst ja, ich habe euch eben erzählt, das neben dem Zuckertest. Und die Dame vorne meinte zu mir, wenn ich nichts gegessen habe, also nicht frühstücke, dann schickt sie mich wieder nach Hause. Deswegen habe ich jetzt für mich ein paar Sachen mitgenommen. Das ist jetzt nicht für mich, das ist für Lina. Das sind einmal Frischeiwaffeln. Für mich habe ich ehrlich gesagt einmal Geflügelmortadella mit Rapsöl geholt und dazu dieses Walnuss-Eiweißbrot. Ich hoffe, das schmeckt. Aber hier ist halt wenig Zucker drin, soweit ich weiß. Ja, und ich will halt wirklich eigentlich gar keinen Zucker essen, aber ich muss ja frühstücken, ne? Und hier einmal Joghurt, also zweimal wegen wie das Reis. Und Lina hat noch ein Eis von ihrem Papa bekommen. Wir haben auch an der Tankstelle getroffen, der hat Mamas Auto getankt. Ja, ansonsten gibt es nichts. Ich hoffe, wir kriegen Ende dieser Woche, jetzt die kommende Woche, unser Auto zurück. Dann haben wir wieder unsere Ruhe und können wieder Gescheites machen. Lina isst gerade ihren Eis. Schmeckt es dir, Lina? Nein. Aber du musst mir gleich trotzdem essen, ne? Baba, bitte, bitte. Ja, Baba hat geduscht, ne? Ich dusche später. Da ist da? Ja, da ist eine Fliege. Da ist da. Mhm. Schmeckt dein Eis? Nein, ja. Schmeckt das lecker? Nein. Warum nein? Nein. Und warum isst du dann dein Eis? Baba Eis. Ja, Baba hat dir das gekauft, ne? Lecker. Lecker, lecker, lecker. So, ihr Lieben, ich koche jetzt. Moment, ich muss mal meine Hand. Ich habe ja kein Stativ mehr. So, hier habe ich jetzt mein Fassolier, meinen Bohneneintopf. Der muss jetzt nur noch kochen. Hier habe ich 3 Esslöffel Öl. Da kommt jetzt noch ein Stück Butter dazu. You got me waiting, mama.
riecht so lecker. Das ist jetzt mein Glas, mit dem ich immer den Reis abfülle. Also ich nehme immer ein Glas, das reicht auch für uns. Und am Ende sind das dann ein Glas und ein bisschen mehr als die Hälfte Wasser. Jetzt kommt der Deckel drauf und ab und zu immer durchrühren. Ich lasse das jetzt bei 2-3 Minuten köcheln. Und sobald ich merke, der Reis wird langsam dick, kommt das auf Stufe 2. Ich habe euch gar nicht gezeigt, dass ich Salz reingetan habe. Also ich tue ungefähr einen Teelöffel, also einen großen Teelöffel, den wir Türken benutzen, den hier, Salz rein. Und wie ihr das abschmecken könnt, das Wasser muss so ein bisschen versalzen schmecken, dann ist das perfekt so. Ja, und das wollte ich jetzt nicht nochmal zeigen, das habe ich schon in so vielen Videos gezeigt, wie ich die Bohnen mache. Das müsstet ihr auch in irgendeinem Vlog von mir sehen, ich weiß jetzt nicht in welchem, aber ja, müsst ihr euch mal durchklicken. Gleich bin ich fertig. So, ihr Lieben, seht ihr? Nichts am Kleben. So lecker dieser Reis. Also hier könnt ihr nichts falsch machen. Wenn ihr genau dieselbe Tasse nimmt wie ich, und Tassen müsst ihr ja jeder zu Hause haben. Ich lasse das jetzt noch so 2-3 Minuten. Und dann lasse ich das 10 Minuten ausruhen. Dann können wir auch schon essen. So. Ihr Lieben, unser Essen ist jetzt fertig. Ich tue jetzt noch ein bisschen Naturjoghurt dazu und dann essen wir das lecker. Schmeckt super, super lecker, Leute. Also ihr müsst das hundertprozentig nachmachen. So, finito. Heiß? Ja, ich komme jetzt sofort. So, ihr Lieben, ich habe jetzt, wie heißt es so schön, gegessen, Lina. Wir haben beide Packungen Joghurt leer gegessen und Leute, ich bin echt voll. Also hätte ich noch einen Löffel reingedrückt, hätte ich mich zu hundertprozentig übergeben. Aber es hat so gut geschmeckt. Vor allem, ich kann auch empfehlen, nur den Reis mit Joghurt oder nur den Reis mit Salat. Super lecker. Ja, Lina darf jetzt noch einen Schluck Zitronenlimonade trinken. Und danach, wir haben jetzt übrigens 19:30 Uhr, glaube ich. Ja. Ich habe gerade mit meiner Mama telefoniert. Ja, in der Türkei ist ja die türkische Lira ist ja richtig hochgeschossen. Ne? Wir sind, glaube ich, jetzt bei 7 Lira und noch ein paar zerquetschte. Und das ist sehr viel, wenn man überlegt, wir haben, wo wir in der Türkei waren vor 2 Monaten, 3,5 bekommen für 1 Euro. Ne, 5,3. Das ist richtig hochgeschossen. Natürlich ist das für die Urlauber perfekt. Und für die Türkei ist es nicht so gut. Ja, ich muss mal schauen, wie wir das machen. Ob wir jetzt schon mal Geld wechseln. Aber ich denke, wir machen das erst, wenn zu hundertprozentig feststeht, dass wir fliegen. Weil ich, wie gesagt, ich warte hier noch auf die Antwort von dem Hotel. Und wenn ich die Antwort von dem Hotel habe und die Bestätigung, dass wir dann dafür 8 Tage gebucht haben, dann werden wir auch die Flugtickets kaufen. Und Lina! Und Geld wechseln schon mal, weil Mama meinte, kann sein, dass es wieder runtergeht. Man weiß halt nie, ne, bei der Börse. Genau. Oh, wir haben 19:15 Uhr übrigens. Ja, jetzt sitzen wir hier noch ein bisschen und gucken. Glücksbärschies. Ne, Linus? Oh, ich muss noch den Tisch aufräumen und Lia bewegt sich die ganze Zeit. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das sieht man nicht. Lia. Nein, ja, Mama. Ja, die hat Mama gegessen, ne? Lecker. Nein, da. Ja, aber nur ein bisschen. Ja, mein Bauch ist ein bisschen gewachsen. Und ja, Leute, ich habe echt abgenommen. Also, ich hatte hier voll die Verstopfung wegen den Eisentabletten. Die nehme ich jetzt nicht mehr, weil ich habe auch, glaube ich, keinen Eisenmangel. Also bei Lina war das total schlimm. Da hatte ich einen Wert, der drunter lag. Und da hat das sogar die Krankenkasse übernommen. Das wird ja nur übernommen, wenn der Wert drunter oder drüber ist oder so, irgendwie sowas. Aber hier fühle ich mich jetzt viel besser und übrigens bin ich nicht geschminkt.
und deswegen die Augenringe. Ja, deswegen kann ich jetzt auch normal auf Klo gehen endlich wieder. Vielleicht liegt es da dran. Ich weiß es nicht. Aber ich kann auch nicht viel essen. Ja, Schatz. Ach so, lauter machen. Genau. Also ich habe bis jetzt in dieser Schwangerschaft 500 bis 1 Kilo zugenommen. 500 Gramm bis 1000 Gramm. Aber ich bin mal gespannt, wenn wir morgen zur Frauenärztin gehen, was die jetzt sagen wird. So, ich habe jetzt auch viel geschnackt und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.